Im heutigen Video geht es darum, wie ihr ganz einfach bei Bräuniger ein Paket zurückschicken könnt und eine Retoure anmelden könnt. Das Ganze ist super, super einfach. Und zwar geben wir dafür einfach mal einen Bräuniger Retoure, drücken den hier drauf und jetzt haben wir hier einmal, wie schicke ich den Artikel zurück, beziehungsweise ich benötige ein neues Rücksendeetikett. Wenn ihr ein neues Rücksendeetikett benötigt, dann könnt ihr hier einmal draufdrücken und dann seht ihr hier, wir müssen ganz normal auf dem Kundenkonto rauf, dann die Bestellungen da draufdrücken und dann hier ein neues Rücksendeetikett anfordern. Das Ganze ist relativ einfach. Also wir gehen dann einfach auf Artikel zurücksenden und dann haben wir jetzt hier ganz einfach auch noch zwei Links, die wir sonst nehmen können, und zwar Rücksendung per DHL, und dann können wir das hier alles selber eintragen. Das geht natürlich auch, wenn wir das wollen. Ihr seht das hier, da seht ihr, das Ganze wird dann auch an Bräuninger zurückgesendet. Das wäre jetzt hier der Link, den ihr verwenden könntet. Ansonsten haben wir hier auch, wie schicke ich Artikel zurück. Ihr seht das hier, wir melden uns im Kundenkonto an und dann geben wir die Artikel natürlich wieder in das Paket zurück. Diejenigen Artikel, die wir zurückschicken wollen, kleben das Rücksendetikett da drauf. Dann können wir das einfach an einer Poststelle abgeben, bei DHL oder Hermes. Das geht beides. Ihr seht hier, 30 Tage haben wir Zeit und ansonsten, wie gesagt, über das Kundenkonto. Wenn das Rücksendeetikett nicht mehr da ist, könnt ihr das ganz einfach, wie gesagt, nochmal dort neu beantragen. Mehr müsst ihr dann gar nicht machen. Ihr seht jetzt nochmal hier, wo wir das alles abgeben können. Postfiliale, DHL-Packstation oder auch den DHL-Zusteller kann man das Ganze geben. Das funktioniert alles. Auch beim Hermes seht ihr hier, wo das Ganze funktioniert. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt von mir und bis zum nächsten Mal.